Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Divinity Original Sin 2. Genau. Habe, glaube ich, nicht gespeichert. Ich, so. So. Meine Idee wäre, wir gehen hier hoch. Okay. Ups. Oder? Da. Ah, jetzt. Die ganze Zeit kam man nicht erreichbar. So. Ja, ich war echt noch drauf fast. Ach ja, vorhin war das Skelett hier drauf, oder? Hier war ein Skelett an? Ja. Genau, genau, ja. Gut. Und dieser Quellendingsbums da, das finden wir, wa? Hier. Deswegen dachte ich, es wäre vielleicht ganz gut, dann hier hinzugehen. Anführer in Sicht? Was bedeutet das? Also ich gehe da mal rein, okay? Ja. If you're trying to save your friend, you're a bigger fool than he is, and you'll meet the same fate. Okay. Wenn ihr versucht, euren Freund zu retten, seid ihr noch dümmer als... Okay, überreden Verstand. Den Magister versichern, dass du kein Quellenmagier bist, du würdest unschuldig verurteilt. Sein, dass du kein Quellenmagier bist, du infiltrierst die Suche als Agent der Magister. Du sollst nicht liegen. Du wirst nicht damit zu tun haben, umdrehen und verschwinden, die Waffe ziehen, endlich ein guter Kampf. Ich bin unschuldig. Ah. Überzeugung 2 benötigt 3, verdammt. You expect me to swallow that? I'll see you choke on your lies. Okay. Endlich ein guter Kampf. So, wie sieht's denn aus mit den Verteidigungen? Magisch ist allgemein niedrig bei denen oder fast gleichwertig. Das heißt, ich mach mir ein Feuer, eine Feuerinkarnation. Die werden brennen. Aber sowas von. Die beiden haben schon mal keine magische Rüstung mehr und der ist schon fast tot, guck's dir an. Ja. Den brauchst du nicht mehr machen, ich glaube, der brennt so weg. Okay, dann. Also da physisch drauf zu schlagen, wäre Verschwendung. Ich mach's mal so, hier rüber, laufen. Genau, kümmere dich mal um die beiden. Und dann ein Sturm auf die. Ja, verstärke den physisch, das wird unbedingt helfen. So. Wir können. Wir können hier rüber gehen. Und dann. Hier, volle Kraft. Kritische Treffer. Hey, 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 ganz ruhig. Ich dachte, der würde sterben durchs Feuer. Warum nee, lebt der noch? Der andere. Ja, der da vor uns. Also, der am nächsten jetzt zu dem ist, wo. Wo wer ist, wer war. Was? Ich hab keine Ahnung, was du sagen willst. Ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Nee, der Glatzkopf bei uns. Hier unten. Da, wo ja, er vorher war. Er wird auch sterben, denke ich. Du denkst, du weißt es nicht.
Ach, leider noch zu weit weg. Leider immer noch zu weit weg. Okay. Mal ein bisschen physische Rüstung wegmachen. So, um ganz sicher zu gehen, hau ich ihm eine vor den Latz. So. Der darf mit dem Toten spielen. Okay, und jetzt sind wir dran. Prügle den ins rechte Toten. Umwerfen? Ja. Sind hier eigentlich noch mehr? Ah, nee. Grad nicht. Oh, der ist nicht umgeworfen gewesen. Doch, der ist halt wieder aufgestanden. Dafür muss er ja aussetzen. Okay. So, Hälfte weg. Und er ist jetzt wieder aufgewacht. Oh. Aber geht ganz locker gerade, der Kampf, muss ich sagen. Wir haben ja unsere Dings noch. Ja. Wir wurden kaum attackiert. Ja. So, hier bitteschön. Und der läuft durchs Feuer. Ja, wenn er will. Wenn er Spaß dran hat. So. Oh wow. Danke, Spiel. Mhm. Ja, komm, dann gehe ich zu ihm. Okay, er hat sich wieder ein bisschen... Das wird nicht lange halten, die 36 Rüstung. Nein. Denn ich hab das hier. Ich meine das hier. Die Rang habe ich gar nicht gesehen. Oh, hier sind mehr in der Nähe. Oh, das ist ein Kreischer. Ja, da gehen wir nicht hin. So wie... Sind das auch Kreischer hier? Nein. Ja, nochmal. So. Wie kämpfen die da? Könnte jetzt. Das ist kein und. Achso, der ist verwesend. Hat nicht ausgereicht, aber vielleicht hiermit. Oder auch nicht. Verfehlt. Braucht jemand. Wir lassen's. Ja, komm, ich mach einfach weiter. Dauert ja nicht mehr lang. Ja. Na? Oh, dort drüben sind Leute am Kämpfen, aber gegen wen kämpfen die? Egal. Auf jeden Fall ausruhen, bevor wir hochgehen gleich. Also ich muss nicht ausruhen, denn... Irgendeinen habe ich über... Ach, da, den. Den habe ich übersehen. So. So, machen wir direkt die nächsten auch noch mit, bevor wir looten, oder? Mhm. Okay, dann speichere ich mal. Los hat etwas abgekriegt. Ja, dieses kleine Ding. Denn? Jetzt kommt der Redewert. Oh, da unten kann man auch weiter, oder wie? Ja, wir gehen hier. So, kommt ihr? Da, na endlich. Na, ich warte. Soll ich reinstürmen?
Lose muss auch noch in den Kampf. Ja. So. Okay, wollen wir mal sehen. Sie scheinen mir wieder sehr magieanfällig zu sein. Zufälligerweise. Ich glaube, da darf meine Feuerinkarnation wieder rauskommen. So. Magisch bin ich viel besser als physisch. Ich bin physisch viel besser als magisch. Hi. Okay, ein Waldläufer, ein Inquisitor und ein Schwertkämpfer. Also zwei Waldläufer. Guter Wurf. Jetzt muss ich ihm lassen. Oh, Garrett. Das ist Garrett. Mhm. Den habe ich vorhin nicht gesehen. Und ich habe ja gefragt, gegen wen sie kämpfen. Überleg grad. Warte, ich kann ja noch ein bisschen vorgehen, dann habe ich mehr Auswahl. Das ist blöd, ich bin nicht hinter ihr. Weiß nicht, wie viel Schaden mein Chloroform macht. An der magischen Rüstung. Nicht genug. Ja, dann lasse ich sie erstmal da, glaube ich. Gut. Ich greife den Vollidioten hier an. Ja, der will gleich wahrscheinlich die Leiter hoch. Ja. Und zu beenden. Hast du einmal lindernde Kälte? Okay, ich kann machen. Gut. Sollte ja hoffentlich jeder drin sein. Ah, okay. Ist ja wirklich egal. Hm? Egal, ja, ich hab gedacht, dass hier Bild auch noch drin wäre. So, und jetzt? So. Ihn jetzt magisch anzugreifen ist Schwachsinn. Dann stelle ich da oben einen Totem hin. Oh, du bist nicht im Sichtfeld. Wer? Du. Ich? Der Waldläufer ist auch nicht im Sichtfeld. Ich bin direkt vor dir. Ihr seid in der Rauchwolke. Oh, immer wieder das Gleiche. Okay. Oh. So. Dann gibt's hier Kloppe. Kannst du ihn auch umwerfen, ne? Oh ja, stimmt. Moment. Solche Kontrolleffekte finde ich immer nett. Oh, ein kritischer Treffer und hab noch einen Punkt. Ah, was ist das hier? Hinter ihr und jetzt voller Skaracho rein. Ich bin noch nicht da, bin ich jetzt so. So.
Oh. GG. Solche Regeneration, wir sind alle gut geheilt, also. Naja, hier müssen wir auf, glaube ich. Ihr kriegt da gleich einen Gelegenheitsangriff von Enel. Hm. Okay. Denke ich mal. Wenn er rückt, dann ist meine Aufnahme nicht gestartet. Schon wieder. Hallo und willkommen auch in meinem Part. Ich habe es wieder mit der Aufnahme verpeilt. Du bist nicht sichtbar. Gut, dann. Darf ich ja. Dann lasse ich es sein. Sollte ich nicht zurückangreifen? Nein. Hm. Ah, da muss ich um den kümmern. Verkrüppelnder Schlag. Falle stirbt. Das reicht wohl also nicht aus. Hast du den Stampfer? Ne, Stampfer hast du schon benutzt, ne? Dann stürm nach oben bei zum Inquisitor hin. Am besten. Wenn's geht. Geht nicht. Verdammt, hat nichts gebracht. Sehr gut. So geht's auch. Das war ein bisschen übertrieben. Warum haben wir den ihn nicht dann gegriffen? Weil du zu weit weg von ihm standest. So, los. Also greif mit Lose nicht den Inquisitor an. Außer vielleicht durch Berührung der Fäulnis, wenn du es hast. Weil ist erst im nächsten. Der Inquisitor hat noch magische Rüstung, der Ritter noch physische. Also mit magischen Angriff auf den Schwertkämpfer, mit physischen auf den Inquisitor. Auch Wolke, ne? Ja. Kannst du einfach nochmal drauf. Dann. Du kriegst magische Rüstung. Und Cheer. Gareth. Ja. Warum kann der als Eisblitzer? Das habe ich nicht erwartet. Reicht's aus von AP her? Jo, reicht aus. So. Mhm. Inkarnation war schon dran. Die Inquisitorin wird eins auf den Deckel kriegen. Wenn sie vorbeikommt. So. Nein, geht nicht. Diese Rauchwolke. Das ist schlimm. Ja. Dann mach einfach weiter. Die wird eh gleich sterben. Also es sind nur noch die zwei und der Innere ist so gut wie tot. Mehr machen, verdammt.
Also, jetzt nur noch die Inquisitorin. Du kannst jetzt. Du hast freie Hand. Mach sie kalt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Gareth ist ja auch noch da. Niemand will den letzten Streich machen. Ich glaub's nicht. Doch, hier, bitteschön. Das gab gut, EP. Lucian guided your blows rightly. So, du bist direkt im Gespräch. Moment, ich höre zu. Moment. Wo bist du? Und zwar los ist direkt im Gespräch. Ja. Kann ich nicht auf ihn wechseln? Nein. Lose hat den letzten Schlag gemacht. Euer Mut ist angesichts der Gefahr ist beflügelnd. Lucian hatte eure Schläge richtig geleitet. Wer ist Lucian? Der tote Göttliche, glaube ich. Ah, okay. Weiter. His eyes travel from your face to your feet, then back again. Mhm. You're no magister, judging from that collar around your neck. How did you come to be here? Ihm die Wahrheit sagen, du bist Quellenmagierin und gerade aus der Freudenfeste geflohen. Und er? Den Thema ausweichen, spielt keine Rolle, sagen, dass du nur auf der Durchreise bist und nö, die Wahrheit. Name's Gareth. I'm a seeker. I can give you shelter. And hope. Zur Flucht spricht er vom Heiligtum von Amadia. Du kennst diesen Ort. Amadia. Bernardina. Was? Okay, über seine Worte nachdenken. Woher weißt du, dass du ihm vertrauen kannst? Sagen, dass du sehr gut daran zurechtkommst. Geirrt sagen, dass du jede Hilfe annimmst, besonders wenn du dadurch die Insel verlassen kannst. Ah, wir kennen's. Ah, good. Then you know us. And you know we can help you. And perhaps you can help us. Ihm sagen, dass du wissen musst, was er hier tut, wenn du helfen sollst. Ihm informieren, dass du nicht daran interessiert bist, irgendwem außer dir selbst zu helfen. Ihm sagen, dass du ihm helfen wirst und auch seine Hilfe annimmst. Ah, hier. Was macht ihr hier? I came looking for a way off the island. Mhm. Getting out of here means taking a ship. A magister ship. And they're not just going to give us one out of the goodness of their hearts. Mm-hmm. I came looking for weapons. Powerful ones. Wicked ones. May Lucian forgive me. Weapons that will clear a path to Dallas's flagship. Okay. Gareth looks about, scanning the horizon, then looks back at you. A moment passes. Mm-hmm. I can't stay. You shouldn't either. What did Lucian say? Ah yes, evil feasts on the indolent. Get yourself to safety and soon. You'll always have a place at the Seeker's Table. Okay. Wir haben ein Dolch. Finesse 11. Kritische Schaden. Lege Ersticken für eine Runde fest. 10% Chance. Wie sieht's mit dem Schaden von dem Dolch aus? 10, 11. Moment nochmal bitte. Wie viel Crit? Also der kritische Schaden 160%. Aber das ist ja überall so. Ich hab 180 auf mein Dolchen. Was noch was war, okay. Bonus? Lege Ersticken für eine Runde fest, 10% Chance. Man kann wahrscheinlich hinterhältig angreifen, ne? Ja. Nee, brauche ich nicht. Dann hätten wir der Mentorenmantel. 5, 21, Geomant, plus 1. Brauchen wir auch nicht. Gehämmerte Schuppenhose, 15, 4, 10 LP. Und ein Bogen, also ein magischer Elfenarmbrust. Oh, also wenn dann die Hose, ne? Warte, gucken wir erst, ob die jemand braucht. Hat die irgendwelche Voraussetzungen? Stärke 11. Also höchstens für dich, ja. Und ich glaube, das ist momentan echt wichtig. Also, ich würde sagen, wir nehmen die Armbrust. Weil sie am meisten wert ist. Oder? Dachte ich, aber der Mantel ist am meisten wert. Warum sollten wir dann die Armbrust nehmen, Enel? Mensch. Hab's erst gerade jetzt gesehen. War falscher Charakter.
So. Wir müssen gleich dringend zu einem Verkäufer, ich sehe schon. Aber mit Enel kannst du die Sarkophage plündern. Leer, und der andere Sarkophag ist... ein Zwergendolch. 10, 11, kritischer Schaden. Eine Runde lang Säure. Sonst und nichts. Ich gucke ihn mir mal an. Und ein Schädel. Kannst du Schädeln auch verspeisen? Nee. Der Dolch ist auch kacke. Also nicht total kacke, ne, aber. Gut, warte, kann man mit dieser Statue auch reden? Ah, das ist ein Wegpunkt. Erstmal kurz. Ich überkomme die verschiedensten Gedanken. Verwirrung, Zorn, Trauer, Hass, eine schockierende Abwesenheit von Freude. Und dein Griff um die Klinge wird fester. Noch nie zuvor hast du einen derartigen Zorn verspürt. Diese Monster. Sie reißen die Welt auseinander. Sie dürfen nicht leben. Rivellon muss überleben. Ich bin immer noch überladen, schade. Gut, gehen wir doch mit diesem Schnellwegepunkt in die Stadt. Verkaufen das Zeug zwischen den Folgen. Wir haben jetzt 27 Minuten, plus minus. Und dann sehen wir weiter. Kaufen auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Spotten. Okay, wir müssen aber dann gleich wieder hier hin zum Weitermachen. Ja, und dann kommen wir hierher. Wegen dem Wegpunkt. Wenn wir schon bei deinem Wegpunkt sind. Aber wenn wir bei 27 Minuten sind, dann gehen wir noch kurz zurück und sprechen erst mit Gerber, würde ich sagen. Ist er. Kann man nicht. Der ist ja jetzt bei der Zuflucht, denke ich. Dort gibt es einen Wegpunkt, oder? Ja. Gut, dann gehen wir dorthin und wie heißt der Wegpunkt? Einfach Heiligtum Amalia. Der Amadia. Naja, Heiligtum von Amadia. Amadia. Oh, redest du schon mit ihm? Nee. Du bist gerade in einem Gespräch. Entschuldigung, fortgehen so. Warte, ist das der... Ich wollte nur handeln. Warte. Aber das machen wir ja gleich. Nekromanten, genau. Aber das machen wir ja gleich zwischen den Folgen, du meintest. Da kommt er gerade zurück. Warte, nee, mit der Zwergin wolltest du reden, ne? Mit der Zwergin? Okay, du wolltest doch deinen Halsring loswerden. Ja, reden wir mit der Zwergin. Gareth ist zurück. Gareth ist safe. Mhm, weiter. She throws her arms around you in a tight embrace. Nett. Thank you, thank you. You're so good, so kind, so brave. Das ist nicht für sie getan. Nee, sagen, dass es dir eine Freude war. Ja. She smiles and hugs you again. What a beautiful day. What a happy day. Mhm. My thanks, Bren. I can't remember the last time I've seen a smile like that. If there's anything we can do for you. Ja, welche Option wohl gewählt wird? Im Sein, dass du nichts brauchst, sie lächeln zu sehen, ist mehr als genug. Sein, dass du sehr gerne verschwinden würdest, wenn es einen Weg beweist, dass er es erwähnt, da die Tricks. Well, know that you have my deepest thanks. Bitte, mach ich gerne. Willst du nicht? Mine too. Thank you. Ihnen alles Gute wünschen, lächeln und ihre Hand drücken, bevor du gehst. Divine blessings upon you. Ach, ich bin zu herzensgut. Ja, gut. So und. Dankeschön. Ich hab da so was im Hals. Kannst du da was machen? Yes, of course, of course. Danke. She extends her arms. Reaching towards you with a look of total concentration on her eyes. Mm-hmm. You feel the collar start to twist. A living, writhing thing fighting for survival. With a scream of tortured metal, the collars snap, falling broken from your necks. Ooh. No more choking.
No more silence. You'll never be a slave to them again. Ja, nehmen uns. Dankbar, wie dankbar du bist, wieder frei zu sein. Gareth says we must always help others. This was my privilege. Go in peace. Danke. So. Willst du Nacht auch? Wenn ich kann. She extends her. You feel the collar. No more choking. I was so. Gut. Wir haben 31 Minuten. Ich würde ja, sagen, dann wir verkaufen. Hier und verkaufen. Ja, wir machen hier Schluss. Verkaufen das Zeug und dann treffen wir uns wieder dort, wo es vorhin war, oder? Genau. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.